Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Voyager. In der letzten Folge haben wir diesen komischen Clown auf seiner komischen Insel getroffen und haben seinen Quiz gemacht. Und ich sehe gerade, hier ist so viel Zeug gerade gespawnt. Das müssen wir mal ganz kurz abbauen, denn ich habe gemerkt, ich habe so gar keine Rubine. Und wenn ich hier nichts abbaue, dann kriege ich anscheinend auch keine neuen. Deswegen muss ich hier die Dinger mal kurz per Hand abbauen, in der Hoffnung, dass hier irgendwo Rubine drin sind. Ich sage euch gleich warum, wir hatten leider gerade kein Glück, oder? Egal, ich brauche auf jeden Fall Rubine, denn... zum einen möchte ich ein paar von diesen, wie heißen die nochmal? Hier unter Farbe, hier die Steinbrüche. Oh, wir haben genau 6. Oh geil, das passt genau für 1. Die möchte ich hier ein bisschen hinstellen, weil davon habe ich irgendwie viel zu wenige. Und irgendwie kriege ich nicht genug von allen möglichen Zeug zusammen. Deswegen ein bisschen auf Geld gehen, damit es hier ein bisschen schneller geht. Einfach mal einen Steinbruch hier irgendwo hinsetzen. Der sollte ja dann hier alles voll machen. Ich weiß nicht, wenn ich den hier einfach hinstelle... Macht er dann beide Inseln voll, ist die Frage. Ich packe ihn einfach mal dahin und guck, was passiert. Jetzt ist er ja auf der Schwelle von beiden Inseln so ein bisschen. Ne, der packt das nur auf die eine Insel. Was wäre denn, wenn man den wirklich auf die Schwelle von den beiden Inseln hier packt? Das ist eine sehr gute Frage, Leute. Würde er dann beide Inseln befeuern? Das wäre cool, wenn er beide Inseln befeuern würde. Dass er hier auch die rechte Insel noch irgendwie befeuert. Aber anscheinend greifen die Bergbaulaser von beiden Seiten jetzt hier auch mit an. Das ist doch schön. Ja, aber auf jeden Fall möchte ich ein paar mehr von diesen... Minen hier erzeugen, weil das ist toll und dann spawnt hier überall Zeug und dann wird permanent hier abgebaut, während ich in der Overworld bin. Und da man jetzt immer mehr farmen muss, wie ihr mir das schon gesagt habt, also jetzt wird jetzt immer farmintensiver, was man hier so machen muss, glaube ich, ist das eine gute Idee, überall diese Minen hinzutun und dann überall halt diese Bergbaulaser und dann passiert das halt alles automatisch, bla bla bla. Dann kann ich hier einfach mal eine Stunde rumstehen und dann habe ich hoffentlich alles. Was mir auch noch fehlt, sind diese ganzen Lavendel-Dinger hier, davon brauchte ich 40 Stück. Vielleicht kriegen wir die auch voll. Jetzt sind wir bei 37. Hier, gebt mir all euer Kram. Und halt sonst immer ganz viel Sand und so ein Krams. Und ich hoffe jetzt einfach mal... Oh, come on. Kriegen wir irgendwie 40 Lavendel hier voll? Ich glaube nicht. Lavendel ist irgendwie sehr selten. Hier müsste auch irgendwie nochmal so ein Bergbaulaser hin. Die werden inzwischen auch mega teuer irgendwie. Aber hier ist mir das auch zu bewachsen und ich habe keine Lust, das alles manuell zu machen. Es geht nicht, Leute. Wenn ihr euch fragt, warum die Leute mich hier nicht angreifen, die Knochenmenschen, das ist da deswegen, weil ich diese komische Maske habe. Die sieht zwar nicht so geil aus, ich mag die nicht so gerne vom Aussehen her, aber dadurch, dass mich dann diese Viecher hier nicht angreifen, die ja sowieso niemals Schaden gemacht hätten, aber sie haben halt dann trotzdem genervt. Weil die ja dann hinterhergelaufen sind und dann waren das solche Kletten und Kletten mag keiner. Deswegen behalte ich jetzt erstmal die Maske, weil gefällt mir, Leute. Kann ich meine ganzen Freunde hier töten, die mir nichts antun wollen, aber kann sie trotzdem töten. Aber nur, wenn ich Lust zu habe und nicht, weil sie mich nerven. Das ist doch schon mal gut. So, hier war dieser komische Clown und ich bin mir nicht so ganz sicher, wo ich mit dieser Folge hin will. Wir holen uns auf jeden Fall neue Inseln wieder. Business as usual. Aber eine Sache wollte ich noch machen. Ich wollte diese komischen Reusen abbauen, weil die nerven mich irgendwie. Ich hole das Zeug da sowieso nie raus. Und das, was da rauskommt, bringt nicht mehr so viel. Diese eine Kerze hat mich ja auch genervt. So, alle Reusen weg. Jetzt haben wir gar keine Reusen mehr. Wir brauchen sowieso keinen Fisch. Und zwar packen wir das jetzt alles voller Brücken. Dann können wir hier auch überall langlaufen. Ich habe nämlich auch gesehen, es gibt eine Errungenschaft, wo man alle Wasserflächen mit Holz... bestücken muss. Heißt, wir müssen das früher oder später sowieso so machen. Ich weiß nicht, ob da auch zuzählt, dass man hier dann die Ölfabrik wegmachen muss. Apropos Ölfabrik, ich habe ganz viel Öl, Leute. Wir können hier, glaube ich, mal ein bisschen Plastik herstellen. Guck mal, 10 Plastik. Ist nicht so schlecht. Und mit den 10 Plastik... Ja, wir können fast 3 Elektronik machen. Dann lass mal nur 7 Plastik herstellen. Wenn die 7 Plastik dann irgendwann mal fertig sind, das wird auch Ewigkeiten dauern. Dann können wir 3 Elektronik herstellen. Und mit 3 Elektronik... kriege ich, glaube ich, meine nächste Spitzhacke, soweit ich das weiß. Okay, das kann jetzt auf jeden Fall ein bisschen dauern. Ich habe mir auch überlegt, nochmal so eine zweite Ölfabrik hier herzustellen. Weil das wirklich mega lange dauert, bis der mal ein Öl rausbringt. Und ich habe noch was gesehen, und zwar hier. Ich könnte mir den riesigen Geldbeutel holen. Genau, dafür brauchte ich das Lavendel. 3 Lavendel bräuchte ich dafür noch. Dann wird halt alles Gold mehr wert sein, was wir haben. Ich könnte auch Glasfaser herstellen für einen Rucksack, aber ich bin eigentlich mit meinem Inventar bisher zufrieden. Hier für die Handschuhe und die Stiefel brauchen wir auch jeweils 40 Lavendel. Da würde ich aber lieber auf den Geldbeutel gehen. Aber Lavendel ist auf jeden Fall mega wichtig momentan. Und ja, ich glaube, wir konnten hier auch noch irgendwo was herstellen an dem Ding hier. Die Mondspitzhacke braucht Elektronik, das können wir auch in dieser Folge auf jeden Fall noch machen. Flaschen, oh, richtig viele Flaschen. What, wieso kann ich so viele Flaschen herstellen? Ist ja mega gut. Okay, aber auf jeden Fall konnten wir noch einen Bogen hier verbessern.
Ich hoffe, wir brauchen das Zeug dann nicht, was da... Nee, wir haben relativ viel davon. Es wird einfach ein Stahlbogen hier. Naja, ein Kristallbogen, aber er braucht Stahl. Ja, mach mal. Der Thomas Böttger hat nämlich gesagt, ich glaube, der war das, dass das ganz toll ist mit diesen Bögen. Und deswegen hole ich die jetzt. War sowieso auf meiner To-Do-Liste. Aber ja, er hat auch noch gesagt, ja, hol dir auf jeden Fall bessere Bögen. Ich bin gespannt, was die dann noch können. Ob man dann irgendwann so ein Maschinengewehr hat einfach. Ich glaube, ich brauche noch irgendwie Blumen für irgendwas. Ich weiß aber gerade nicht für was, Leute. Aber ich sammle einfach mal alles ein. Und ich glaube, ich werde mal kurz einen Zeitraffer machen. Obwohl, wir warten noch kurz, bis der Bogen kommt, damit wir wissen, was der Bogen macht. Und dann würde ich, glaube ich, erstmal auf Lavendelsuche gehen. Gab es Lavendel in dem Ding hier? Ich glaube schon, oder? Gab es den im Labyrinth? Bin mir gerade nicht sicher. So, hier immer komische Sachen produzieren. Ich hoffe auch, das funktioniert irgendwann nochmal automatisch. Dass man nicht immer wieder diese... Das ist da oben. Was ich immer wieder manuell machen muss. Pfeile für Ringziele jetzt ein. Das habe ich mir schon fast gedacht bei dem Aussehen des Bogens. Alter, hier ist noch eine Wasserfläche. Das geht gar nicht. Wie geht das denn? Ja, aber dann jetzt kurz Zeitraffer, bis ich dieses Lavendel gefunden habe. Bis gleich. Einfach mal den Eis-Dungeon ausgenutzt, um das Lavendel zu finden. Das sollte auf jeden Fall lang jetzt, oder? Für diese... Jetzt brauche ich wieder zwei Rubine. Nein, was habe ich mit der Rubine gemacht? Das ist echt die Kacke. Ich habe irgendwie nie Rubine. Aber genau aus diesem Grund... Ah, ich habe eine Rubine für das Ding hier eingesetzt. Los, produziere irgendwas. Eine komische Mine. Ich brauche meine Rubine. Das reibt sich, Leute. Oh, wie komme ich denn jetzt an Rubine ran? Ich hasse das. Ist da bitte ein Rubin drin? Nö. Aber ein Amethyst war da drin. Guck mal, hier sind immer Amethysten drin. Ich weiß auch nicht, ob irgendwelche Steinsorten vielleicht häufiger Rubine geben als andere. Ob diese Kristalle hier überhaupt Rubine geben können, weil anscheinend geben die immer nur Amethysten, so wie das aussieht. Hä? Ich glaube, das ist wirklich so, oder? Oh, die geben wirklich immer nur Amethysten. Nee, die geben auch die Smaragde. Okay. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch Rubine drin sein können. Ja, da war ein Rubin drin. Hab schon, ich brauche noch ein Rubin, das kann doch nicht so schwer sein, mir ein Rubin zu geben. Irgendwie, Rubine fehlen mir immer. Das finde ich richtig komisch. Rubine sind irgendwie der wertvollste Edelstein, den man hier so haben kann. Wenn ihr mich fragt. Aber meine Meinung zählt ja mal wieder nicht. Naja, was war sonst heute los? Ich war beim Zahnarzt, Leute, und gegen meine Erwartungen haben die meinen Zahn nicht rausgenommen. Also ich habe so einen komischen Zahn, der hat so ein bisschen wehgetan. Nein, nicht wehgetan, sondern, keine Ahnung, der hat sich so ein bisschen locker angefühlt. Aber anscheinend habe ich mir das nur eingebildet. Dann haben die mich noch gescannt und so. Und keine Ahnung, ich war da eine Stunde und wir haben da ganz viel gelabert, aber eigentlich hat sie nichts gemacht. Und ich bin fest davon ausgegangen, dass dieser eine Zahn locker rausfällt, wenn die da irgendwas machen. Aber ja, die haben da jetzt nur 3 Minuten irgendwie in meinem Mund rumgekrakeelt. Und dann war Ende. Keine Ahnung, war jetzt nicht so schlimm. Okay, wir haben 2 Rubine. Wir holen uns riesigen Geldbeutel. Ich habe aber auch immer mehr Angst vom Zahnarzt, als ich eigentlich haben müsste. Die sagen zwar immer, ja, hier, putz mal deine Zähne besser, aber eigentlich sehen deine Zähne gut aus, bla bla bla. Aber keine Ahnung, irgendwie, die sagen immer dasselbe. Immer dasselbe, irgendwie nie so ganz zufrieden, aber auch nie so ganz unzufrieden. Weiß ich nicht, Zahnärzte sind komisch. Wie steht ihr dazu, Leute? Findet ihr Zahnärzte? Findet ihr Zahnärzte toll? Findet ihr das geil mit diesen Geräuschen in eurem Mund, wenn er so macht oder nicht? Aber ich durfte heute selber dieses Speichel-Weg-Aufsaug-Ding halten. Das durfte ich noch nie, Leute. Dass immer einfach so im Mund rumgammelt und gar nichts macht. Das durfte ich heute selber halten. Das war toll. Das war echt ein Highlight meines Tages. Ach ja, dann musste ich mit dem Longboard noch zurückfahren nach Hause. Was gar nicht so ein weiter Weg war. Vielleicht eine Viertelstunde. Und danach war ich einfach richtig, richtig am Arsch. Also meine rechte Wade, was halt mein Standbein ist, wenn ich longboarde, der ist so weggeknickt, wenn ich normal gelaufen bin. Ich habe das irgendwie so überanstrengt in dieser Kürze der Zeit, weil ich die ganze Zeit nur Boost gegeben habe. So, ich wollte richtig schnell nach Hause, weil es geregnet hat. Und als ich dann vom Longboard runtergestiegen bin, war wirklich, ich bin so weggeknickt, wenn ich auf das Bein gegangen bin. Das war richtig komisch, Leute. Münzen sind 125% mehr wert. Nett. So, hier packen wir auf jeden Fall einen Bergbaulaser hin, weil die Insel mir auch zu voll ist. Keine Ahnung. Ich mag meine Insel gerne aufgeräumt.
So, und dann haben wir jetzt mehr Gold. Das ist doch schon mal schön. Und, warte, können wir noch irgendwas machen? Nee. Hatten wir hier nicht auch irgendwas anderes hergestellt? Wir können das Druidenschwert uns noch herstellen. Dafür braucht man auch 20 Nachtschatten und Lavendel. Wieso haben wir jetzt plötzlich so viel Lavendel? Eben hatte ich nicht so viel. Ultra verwirrt, aber egal. Wir stellen das Druidenschwert her. Und wir können ja hier jetzt... Der ist fertig mit seinem Plastik, ne? Dann können wir hier 3 Elektronik herstellen. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lang. Wie teuer wäre denn so eine zweite Fabrik? Gar nicht so teuer. Also wirklich, das kostet ja gar nichts. Na komm, dann tun wir die Fabrik. Nee, auf die LGBT-Insel kann das nicht hin. Das tut mir leid. Hm, wo ist sie denn hübsch, aber auch nicht so... so hässlich? Vielleicht hier so. Auf der anderen Seite von den ganzen... Banken. Hier so? Das ist auf der Höhe von dem Ding. Das muss ja schon ästhetisch sein. So, ja. Wo kommt das? Dahin. So. Gar nicht. Ah, hätte ein weiter nach links gemusst. Egal, passt schon. Dann können wir hier auf jeden Fall noch Plastik herstellen. Druiden will ich auch irgendwann nochmal haben, aber die kosten halt mega viel. Plastik herstellen, während wir Elektronik herstellen. Schwert ist fertig. Für Gegner 150% mehr Schaden zu. Getötete Gegner geben Kräuter? What? Du bist mein Versuchsobjekt. Gib mir Kräuter. Hallo? Kräuter? Was sind hier Kräuter? Was? Lavendel und so ein Scheiß. Ne. Ist nicht dein Ernst. Man kriegt hier Lavendel. Oh, dann hätte ich das doch gar nicht für diesen Beutel einsetzen müssen. Alles hier in die Schwerter und so. Ich glaube, das lohnt richtig, in die Schwerter und so das alles reinzutun. Jetzt kriegen wir hier Seetang und all so ein Kram. Ist ja mega gut. Dieses Schwert ist ultra gut. Und da kommen auch die Glutblüten und so ein Kack raus. Oh, das hat mich echt so genervt, dass man das immer sich holen müsste. Und jetzt kriegen wir das einfach so, wenn wir hier diese ganzen Knochenleutchens töten. Mega gut. Okay, ein Level-Up haben wir auch bald, aber wir kaufen uns jetzt erstmal eine Insel. Hier ist so eine günstige. Okay. Das sieht aus wie so ein... Ich gucke in die Sterne-Ding. Ihr wisst schon, wie die Dinger heißen. Ich weiß es nicht. Ein riesiges Teleskop, aber die haben irgendeinen speziellen Namen, Leute. Ja, mehr Geld haben wir leider nicht. Wo war der? Wo habe ich gerade die Insel gekauft? Hier drüben. So, who are you? Are you giving me a quest? Oh, du hast also meine Turm gefunden. Ich bin der Chef, das hab nur ich gesagt. Sorry. Das muss richtig komisch sein für die Questgeber, wenn ich ihr dann sage, ich habe Hunger, ich bin erschöpft. In deren Stimmlage. Ich habe Hunger. Okay, du weißt, dass du mir jetzt ein paar Items bringen musst, ja? Meine Energie ist niedrig. Das ist so dumm, dass mein Typ trotzdem noch weiterlabert. Wäre dich nicht. Ich habe eine spezielle Belohnung für dich. Ich rede natürlich von einem super tollen Magiezepter. Fangen wir mit ein paar Glutblüten für meine Tränke an. Klar, hab ich. Wie viele willst du? 20? Ich hab leider nur 11. Darf man in dein Planetarium, heißt das so, ich weiß es nicht, reingehen? Alter, ich krieg mal Blätter und Kram. Alter, nicht dein Ernst. Ist das geil. Also wenn, oh, ich hoffe, dass das baut sich hier noch automatisch aus, wenn man seine Quests erfüllt oder so. Guck mal, was er uns gegeben hat. Der hat uns einfach, warte, wo setzen wir das ein? Wo ist das am schlausten? Ich glaube auf dieser Insel, oder? Der hat uns diese, wie schimpfen die sich nochmal? Die Schriftrolle des Druiden hat er uns gegeben. Wenn wir die einsetzen, dann wird hier, ach shit, alles voll gemacht. Geil, guck mal, hier sind richtig viele von diesen Glutblüten. Ich glaube, das haben wir richtig gut eingesetzt auf dieser Insel hier. Weil es spawnt immer das, was natürlich auf der Insel spawnt. Und hier sind es halt diese komischen Glutblüten. Ich weiß, dass wir die Glutblüten auf jeden Fall auch noch in der Abenteuergilde abgeben müssen. Aber ich glaube, wir setzen das jetzt erstmal ein, damit wir den Typen seine Glutblüten geben können. Das ist eine gute Sache. So, hier, gib mir all deine Glutblüten. So, danke, sollten 20 sein. Jo, hier, ich habe deine Glutblüten. Oh, Glutblüten, wunderbar. Ich bin erschöpft. Mann, wieso sagt er das immer? Ich brauche noch ein paar Sachen, bevor ich dir meinen super tolles Magiezepter gebe. Wir haben auf jeden Fall schon seinen Hut. Und Hüte sind das Beste an Spielen. Also, keine Ahnung, ich spiele Spiele nur für Hüte. Ich weiß, dass du das super tolle Magiezepter willst, ja? Das ist bestimmt irgendein NPC, der einen Million von Quests gibt und einen nie das Zepter gibt. Oder er verschwindet am Ende, bevor er einen irgendwas gibt. Wie wäre es dann mit ein paar Pigmenten für meine Magieschriftrollen? Was für ein Ding? Was sind denn Pigmente? Aber apropos Pigmente, mir ist auch noch eine Sache eben aufgefallen. Wir können noch einen Schrein bauen, Leute. Hier, unter, nicht Industrie, unter Magie. Das macht Sinn. Ein cooler Schrein. Der kostet nicht wirklich viel. Ich weiß nicht, was er macht. Ich
denke mal, dass um den Schrein herum irgendwie Feen erscheinen. Deswegen stellen wir hier einfach mal bei der Fee vier dieser Schreine hin, nicht wahr? Ich glaube, das ist ganz hübsch. Hier, jetzt haben wir unsere eigene Feeninsel gemacht. Ah, wähle einen Segen. Gebäude kosten die halbe Ressource. Warte, bringt jeder Schrein einen Segen? Man kann sich alle 45 Minuten einen Segen abholen. Oh. Gebäude kosten die halbe Ressourcenmenge. Verkaufe Items für den doppelten Preis. Okay, und wir haben davon ganz viele. Sammelwütiger Ressourcen geben doppelte Items. Auf jeden Fall. Hä, ist ja mega gut. Geschickter, bewege dich doppelt so schnell und greife doppelt so schnell. Oh Gott, okay, ich bin viel zu schnell. Bonus. Gebäude kosten die halbe Münzmenge. Brauche ich nicht. Sind wir jetzt viermal so schnell? Hui! Nee, okay, Schrein-Effekt ist nur einmal gültig. Seht ihr oben links. Und auch nur für 2 Minuten. Und man kann ihn halt alle 45 Minuten einsetzen. Aber wenn man dann ganz viele von diesen Schreinen hier hinbaut, wird natürlich auch irgendwann ganz teuer, ne? Wir haben jetzt keine Ziegel mehr. Nee, ich glaube, das gefällt mir erstmal so. So ist das auch ästhetisch von der Blickrichtung her und so. Ist ganz cool. Wir sind auf jeden Fall Stufe 41, Leute. Können wir uns gleich noch richtig coole Sachen holen. Oh Gott. Wie zu viele Ziegel? Kannst du bitte einfach... Okay, dann stell halt 500 her. Du auch. Holy shit, wie viele Ziegel kann ich bitte herstellen? Was braucht der Ziegel? Einfach nur Stein, ne? Oh mein Gott, ich kann einfach viel zu viele Ziegel herstellen. Wieso habe ich das nicht schon vorher gemacht? Und anscheinend kann man immer nur 999 Dinger auf einmal herstellen. Ach du Kacke, guck mal, ich kann einfach Milliarden von Ziegeln herstellen. Ja, hier, ich gehe jetzt in die Ziegelproduktion. Damit werde ich bestimmt reich. Ich meine, wer will keine Ziegel haben? Ziegel braucht man für fast alles. Nicht wirklich. Boah, okay, aber irgendwie ein bisschen nervt das, dass ich doppelt so schnell bin. Da ist man wirklich viel zu schnell. So, er will diese grünen Dinger haben, von denen ich nicht weiß, wo man sie herbekommt. Jetzt wachsen hier ganz schön viele von diesen Blüten tatsächlich. 23. Ich glaube, ich setze hier gleich nochmal die so eine Druiden-Dings ein. Ja! Oh, wir haben richtig das Maschinengewehr hier. Ui! ja, nochmal. Warte. Wir setzen nochmal. Was haben wir hier alles in unserem Inventar unten drin? Holy shit! Wir setzen das nochmal ein. Und nochmal alles abfarmen. Richtig der Maschinengewehr tun. Richtig ADHS. Und da ist auch endlich mal so ein Viech gespawnt. Hier so eine komische Motte. Dankeschön. Dafür brauchen wir nämlich auch noch mindestens 2. So. Okay. Insel aufgeräumt. Aber wir müssen mal kurz gucken, was wir alles da unten im Inventar haben. Wir haben hier Mandragora. Keine Ahnung. Ich setze es einfach mal ein. Gift. Vergiftete Gegner und Ressourcen. Angriffe verschießen Giftblitze. Okay, ist also wie das Gift. Ne, wie diese Blitze. Nur, was genau macht das? Ah, lol. Ich kann jetzt hier überall solche Giftdinger hinschmeißen. Das hält auch 5 Minuten und baut dabei auch alles ab. Okay, höchst interessant. Da fand ich die Blitze aber besser tatsächlich. Ja, alles töten. Okay, finde ich interessant. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier noch so ein gelbes Ding. Wo ist es? Wir haben hier einen Weisheitsschluck. Das bringt bestimmt einfach EXP. Erhalte doppelte EP, erhalte volle LP und Ausdauer bei einer neuen Stufe. Okay, wir kriegen 5 Minuten mehr XP. Auch interessant. Hier haben wir noch so ein gelbes Ding. Glück im Glas. Warum nicht? Einfach mal alles einsetzen. Erhöhte Chance auf seltene Items. Okay, auch nett. Dann müssen wir auf jeden Fall gleich 5 Minuten hier Sachen farmen. Wir haben einfach 90 Goldblüten. Holy crap. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal für 5 Minuten farmen und so, weil ich krieg jetzt tolle Sachen dafür. Ach du Kacke, Leute. Ich mache jetzt alles kaputt. Ja, dann nochmal kurz einen Zeitraffer. Tut mir leid, Leute. So, schön. 5 Minuten einfach mal gefarmt und leider kein goldenes Ei bekommen. Ich habe auch die ganze Zeit die Chicken hier ein bisschen auseinandergenommen, aber die haben mir leider nichts gegeben. Das finde ich sehr schade. Das goldene Ei wird noch Ewigkeiten dauern, glaube ich. Aber ich glaube, wir können was in der Abenteuergilde abgeben. Also auf jeden Fall diese komisch goldenen Dinger. Die waren hier. Hier diese Teile. Lavendel und
Nachtschatten will da noch haben. Und zwar gar nicht so viele. Guck mal, den hier könnten wir locker abschließen. Lavendel und Nachtschatten müsste easy peasy drinne sein. Jetzt ohne Witz. Und ich glaube, ja, Lavendel haben wir hier, aber nur 17. Und Nachtschatten haben wir 46 immerhin. Aber die brauchen wir natürlich auch für anderes Zeug. Wie viel Glasfasern? Ja, stimmt, ist unsere Elektronik fertig? Warte mal. Ja, unsere Elektronik ist fertig. Heißt, wir können auch unsere Spitzhacke einmal verbessern. Die Dinger hier nerven mich auch. Wieso sind hier Bäume, hä? Man soll immer an alles vorbeilaufen, das ist nicht nett. So, unsere Spitzhacke konnten wir verbessern. Machen wir doch mal. Und wir sind auch ein Level aufgestiegen. Das heißt, wir schauen noch einmal in die Skills rein. Und jetzt müssen wir uns was richtig Schlaues holen, Leute. Was wäre richtig schlau? Hier, die Schriftrollen wären richtig gut. Ja, ich glaube, ich gehe dann auf die Schriftrolle des Lehrlings, weil wir uns dann selber wahrscheinlich Schriftrollen einfach herstellen können. Und das wäre... Guck mal, Schriftrollen des Experten kommen dann als nächstes. Das wäre natürlich richtig cool. Guck mal, wir können jetzt hier Schriftrolle des Weisen herstellen. Der braucht auch grüne... Oh, jetzt können wir auch dieses grüne Pigment hier herstellen, Leute. Oh, das kostet aber viel. Das kostet sehr viel Seetang. Dann könnten wir Schriftrolle des Weisen herstellen, Schriftrolle des Erbauers und Schriftrolle des Druiden. Das kennen wir ja schon. Oh, da braucht man überall grünes Pergament für. Kaktusfrüchte haben wir viel, Gelee haben wir auch viel. Okay, Seetang haben wir nicht genug. Das Gute ist halt, wir kriegen jetzt auch Seetang jedes Mal, wenn wir hier diese Viecher töten. Zumindest haben wir eine Chance, dass das immer spawnt. Das ist schon mal ganz nett soweit. Und was wollen wir... Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen für den. Und wir haben hier noch eine komische Biene. Beziehungsweise eine Todesmotte, wie das Spiel die nennt. Die gute alte Todesmotte, wer kennt sie nicht? Stimmt, wir sollten auch mal unseren Bogen irgendwie mal ausprobieren, ob der irgendwie geil ist. Wie sieht man damit nochmal an? Ah. Warte mal, ich komme noch nicht so ganz klar auf den Bogen. Irgendwie ist der auch mega langsam. Ich weiß nicht. Ich mag den nicht so gerne. Der ist auch nicht so richtig gut zum Anvisieren, muss man einfach mal so sagen. Da ist die Spitzhacke fertig. Dinge explodieren, wenn sie zerstört werden. Cool. Finde ich gut. Wir können hier fast den Rucksack noch herstellen. Den Geldbeutel meine ich natürlich. Wollen wir aber, glaube ich, erstmal nicht machen. Aber wir geben jetzt nochmal ganz kurz die Dinge ab und dann haben wir hier eine Sache fertig. Hä? Warte, nein, wir hatten zwei davon. Ich weiß, dass wir zwei davon haben. Ist bestimmt wieder im Tresor gelandet. Ein Moment, da ist sie doch. Dann haben wir unser erstes Paket hier voll. Ich bin so gespannt, was wir da bekommen. Bitteschön. Ja, Meister Fallensteller, schließe das Museum Fallpaket ab. Auf jeden Fall richtig schöne Flügel. Die gefallen mir schon mal gut. Und wir kriegen nur einen dieser blauen Steine. Mehr nicht? Mehr nicht? Nur einen so einen blauen Stein? Oh nö, echt? Und natürlich schöne Flügel, wo man nicht weiß, was sie bringen. Aber schöne Flügel. Das war ja eine lame Belohnung. Eine super tolle Belohnung, wenn man alles erfüllt. Oh, aber das wird ja noch ewig dauern, bis ich alles erfüllen kann. Nein, hier hätten wir diese Dinger noch alle abgeben können. Okay, die nächsten Tränke werde ich erstmal in der Abenteuergilde auf jeden Fall dann abgeben. Schön, wir haben auf jeden Fall neue schöne Flügel bekommen. Das ist auch schon mal etwas, glaube ich. Dann haben wir ein Paket abgegeben. Langt das für eine Folge? Ich bin mir nicht so sicher. Ich bräuchte halt Seetang, aber ich kriege keinen Seetang. Ich wüsste nicht, wo ich Seetang herbekomme. Hä, jetzt spawnen die hier die ganze Zeit, oder was, diese Todesmotten? Die brauchen wir auf jeden Fall auch für jeden möglichen Scheiß. Na gut, haben wir vielleicht noch ein bisschen Seetang, dass wir hier zumindest grünes... Nee, von wann braucht 10 Seetang für den Kack? Ich weiß nicht, wie schnell man Seetang bekommt. Sollen wir vielleicht doch hier alles voll Reusen machen? Zumindest eine Insel? Einmal um eine Insel ganz viele Reusen drum? Kostet jetzt auch nicht so viel, ne? Das kostet wirklich gar nichts. Komm, wir machen das einfach einmal um eine ganze Insel rum. Und dann können wir in der nächsten Folge das einmal alles abfarmen. Okay, ich habe gar nicht so viele Bären, wie ich dachte. Aber jetzt haben wir ja zumindest ein paar Reusen. Ich hoffe, wir können das auch alles einsammeln, wenn wir die dann alle lernen. Dann haben wir in der nächsten Folge hoffentlich ganz viel Seetang. Dann können wir unsere Quest abgeben bei dem Druiden. Bei dem Zauberer meine ich natürlich. Und dann ist alles cool. Komm her, kleine Motte. Ja, dann war das eine, weiß ich nicht, erfolgreiche Folge. War eher Farmen und Sachen aufwerten. Aber ich glaube, wir haben trotzdem was geschafft. Zumindest haben wir einen neuen Questgeber bekommen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, dann auch ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und tschüss. Yeah.